Elia hat uns so aus der Vogelperspektive fast alle Bereiche des Mannseins aufgedeckt in seinem wunderbaren Vortrag. Vielen Dank. Und am Schluss hat er über Pastor John aus Ägypten berichtet, oder? Ich möchte etwas über Rabbi Shlomo sagen aus den USA. Rabbi Shlomo steht in Kalifornien am Strand, meditiert und blickt sehnsüchtig über den Pazifik. Auf einmal hört er eine Stimme: Oh, du treuer Rabbi Shlomo, nenne mir deinen Herzenswunsch, ich werde ihn dir erfüllen. Rabbi Shlomo antwortet umgehend: Eine Brücke nach Hawaii. Wie oft bin ich hier am Strand und blick hinaus aufs Meer und wünsche mir so sehr, mit meinem Auto einmal über eine Brücke nach Hawaii zu fahren. Aber Shlomo, sagt die Stimme, das sind 4000 Kilometer übers offene Meer. Denk mal nach über diese Konstruktion, die vielen Pfeiler im tiefen Meer, die ungeheure Menge an Material für die Fahrbahn. Nein, das geht niemals. Vergiss es, Shlomo. Hast du sonst noch einen Wunsch? Shlomo zögert einen Augenblick und dann sagt er mit etwas nachdenklicher Stimme: Ja, da wäre noch was. Ich wünschte mir, meine liebe Ehefrau mal zu verstehen. Darauf antwortet die Stimme: Willst du die Brücke zwei- oder vierspurig? In unserer Kultur heißt es so salopp, dass man eine Frau nicht verstehen kann. Doch Gott sagt nicht nur, dass du es kannst, sondern musst. Darum geht es in dem Vers, den Jonathan vorhin gelesen hat. 1. Petrus Kapitel 3, Vers 7. Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau aus dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Das ist so ein richtiger Männertext. Kurz, knackig, prägnant und voll auf den Punkt gebracht. Petrus beginnt die Anrede mit: Ihr Männer. Damit wird schon mal zweifach Männlichkeit definiert. Erstens, ein Mann ist kein Junge. Er ist nicht kindisch, sondern eben, er ist ein Mann, er ist erwachsen. Das bedeutet, um es mit 1. Korinther 16, Vers 13 zu sagen, er ist wachsam, mutig und stark. Das definiert einen Mann. So definiert die Bibel einen Mann. Zweitens, ein Mann ist keine Frau. Auch wenn die heutige Gender-Diskussion alle Unterschiede weg erklären will, bleiben sie dennoch allesamt bestehen. Hier in diesem Text erhalten verheiratete Männer Prinzipien, wie wir mit unseren Ehefrauen umgehen sollen. Unverheiratete Männer erhalten hier Vorbereitung auf die Zeit, wenn der Herr ihnen eine Frau zur Seite stellen wird. Und generell erhalten hier alle Männer Unterweisung, wie mit anderen Frauen umgegangen werden soll. Nun, wenn ihr genau gelesen habt, dann seht ihr, dass dieser Vers nach der Anrede gleich mit einem Vergleich beginnt. Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau zusammenleben. Und das bezieht sich, wie auch in der Stelle heute Morgen aus Epheser 6, 4, auf das, was vorangesagt wurde, nämlich Petrus fordert ab Kapitel 2, Vers 13 zuerst Unterordnung aller Christen unter die Obrigkeit. Dann ab Kapitel 2, Vers 18 fordert er Unterordnung von Sklaven oder heute würde man sagen Arbeitnehmern unter ihre Herren beziehungsweise heute unter ihre Chefs. Und schließlich
ab Kapitel 3, Vers 1 bis 6, das sind die direkt vorangehenden Verse, fordert er schließlich die Unterordnung der Ehefrau unter ihren Ehemann. Und Gott hat diese Ordnungen zum Wohle der Menschen eingesetzt, und diese Ordnungen zu missachten bedeutet, es besser zu wissen als der Erfinder. Und liebe Brüder, liebe Männer, es kommt nie gut, wenn wir die Gebrauchsanweisung des Schöpfers missachten. Nie. Als Männer haben wir nun aber kein Gebot, Unterordnung unserer Frau einzufordern. Das Eheband ist kein Hundehalsband um den schönen Hals deiner Ehefrau. Ja, was die letztendliche Autorität in einem Haus anbelangt, hat Gott diese dem Mann anvertraut. Aber was Harmonie anbelangt, so erwartet der Herr von uns Männern, dass wir uns unseren Frauen unterordnen, indem wir uns ihnen völlig hingeben. So fordert das Paulus in Epheser Kapitel 5, Vers 21. Ich denke, das ist so eine Schlüsselstelle für das Thema Ehe. Schlag das bitte auf und streich das, wenn es noch nicht geschehen ist, am Rand bitte fest an. Ihr Männer, Epheser 5, 21, ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Auch hier wieder dieser Vergleich, gleich wie. Und wie hat seine Liebe den stärksten Ausdruck gefunden? Was war Ausdruck seiner allergrößten Liebe? Der Vers sagt es gleich selbst, ja. Er hat sich selbst für sie hingegeben. Totale Hingabe, liebe Brüder, das ist totale Liebe. Es hat Christus alles gekostet, um uns aus Liebe von Sünde und ewiger Verdammnis zu befreien. Als er blutend am Kreuz mit unerschrecklichen Schmerzen deine und meine Schuld auf sich nahm. Liebe Brüder, da hatte er keinerlei tolle Gefühle, keine Glücksgefühle. Nur abgrundtiefe Schmerzen und Entsetzen. Liebe ist kein Gefühl. Liebe ist eine Entscheidung. Hollywood zeigt uns Liebe nur als Gefühl. Aber die Bibel sagt, Liebe ist eine Entscheidung. Und wenn du dich gut an deinen Hochzeitstag erinnerst, was hast du denn vor all der versammelten Gästeschar gesagt? Ich fühle. Nein, ich will. Um wie Petrus gefordert zu leben, müssen wir also zuerst wie Christus lieben. Und auf diesem Fundament ist unser heutiger Männertext aufgebaut. Das führt uns zum Hauptpunkt, um was es geht, nämlich: Wie sollen wir mit unseren Frauen, mit unseren Ehefrauen zusammenleben? Und zwar sollen wir verständig mit ihnen zusammenleben. 1. Petrus 3, Vers 7, der erste Teil des Verses. Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau zusammenleben. Einsichtig bedeutet wörtlich nach bestem Wissen mit Verstand. Das heißt mit anderen Worten, gebrauche deinen Verstand. Wir Männer sind ja so stolz, dass wir das alles so sachlich und klug durchdenken. Ja, ganz besonders, wenn es um deine Frau geht. Gebrauche deinen Verstand. Es geht um Wissen, das du dir aneignen kannst. Und dieses Wissen wird dann auch segensreich für deine Ehebeziehung sein.
Natürlich soll und selbstverständlich sollst du aus der Schrift um Gottes Plan für die Ehe wissen. Aber hier erwartet Gott von dir, dass du die körperlichen, die emotionalen und die geistlichen Bedürfnisse deiner Frau verstehst und dich um sie kümmerst, wie wir gleich sehen werden. Wie oft verletzen wir unsere Frauen, indem wir eben ohne Verstand, gedankenlos reden und handeln? Wenn es Situationen gibt, wo du deine Ehefrau nicht verstehst, und die gibt es schon, dann studiere sie mehr. Ja, dann sollst du ein Experte über deine Frau werden, über deine dir von Gott angetraute Frau. Und du sollst dadurch verstehen, was sie bewegt, wovor sie sich fürchtet und worauf sie hofft. Studiere deine Ehefrau. Das ist das Gebot, das Petrus hier uns eigentlich sagen will. Denn je besser du sie kennst, desto effektiver kannst du ihr deine Liebe zeigen, indem du dich ihr hingibst und für sie da bist. Völlige Hingabe bedeutet nun aber auch völlige Öffnung. Es darf von deiner Seite keinen einzigen Lebensbereich geben, worüber ein schönes Schild steht, privat, kein Zutritt für Ehefrau. Epheser 5, 28. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, gleich wie der Herr die Gemeinde. Wenn du ein wahrhaft geistlicher Ehemann sein willst, dann ist das deine Pflicht. Ja, es kostet Zeit. Es kostet Aufwand, Bemühungen. Aber wenn Gott sagt, dass du es tun sollst, dann gibt er dir auch die Zeit dafür. Gott fordert nie etwas von uns, das wir nicht halten können. Nie, nie. Räume deshalb deiner Frau die richtige Priorität ein. Es darf nicht sein, dass bei uns Männern unsere gesamte Zeit und Kraft und Hingabe auf Arbeit, im Dienst, vielleicht sogar im Dienst für den Herrn oder mit Hobbys verbraucht wird. Dein Nächster ist nicht dein Chef. Also, Jonathan. Dein Nächster ist nicht dein Chef, die Freunde und Nachbarn. Dein Nächster ist auch nicht dein Pastor und die Geschwister in der Gemeinde. Dein Nächster ist schließlich auch nicht Vater und Mutter. Und ja, dein Nächster ist auch nicht deine Söhne und Töchter. Dein Nächster ist deine Ehefrau. Zusammenleben hier im Text bedeutet in dieser Hinsicht eben mehr als nur an der gleichen Adresse Wohngemeinschaft zu haben. Ehe ist von ihrem Erfinder als Beziehung zur gegenseitigen Hilfestellung und körperlichen Gemeinschaft gedacht. Als nächstes wird Petrus nun konkreter, noch konkreter und beschreibt auf dreifache Art, was es eben bedeutet, verständig beziehungsweise in vernünftiger Weise, also mit Verstand mit unseren Frauen zusammenleben. Das erste ist rücksichtsvoll. Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben. Dieser Ausdruck gehört zu den missverstandensten der ganzen Bibel.
und ist wohl auch der Ursprung für den gängigen Ausdruck das schwache Geschlecht. Viele Philosophen, Moralisten und jüdische Lehrer der Zeit auch von Paulus klagten über die moralische und intellektuelle Schwäche der Frau. Manche auch über die Schwäche ihres Körpers. Die Zartheit der Frau wurde einerseits zwar bewundert, andererseits aber mit Misstrauen beobachtet. Das römische Rechtssystem setzte bei Frauen sogar eine grundsätzliche Unfähigkeit zu eigenständigen, vernünftigen Entscheidungen voraus. Diese Auffassung war auf Aristoteles zurückzuführen, nach dessen Ansicht die Frau dem Mann von Natur aus, außer in sexueller, in jeder Hinsicht unterlegen ist. Was meint nun Petrus mit dem schwächeren Gefäß? Wörtlich bedeutet es das schwächere weibliche Gefäß. Im klassischen Griechisch wurde hier dieser Ausdruck für eine kostbare, zerbrechliche Vase verwendet. Hier wird mit diesem Bild einerseits die körperliche Beschaffenheit angesprochen und nicht moralische Minderwertigkeit und schon gar nicht geistliche oder intellektuelle Unfähigkeit. Es ist einfach eine natürliche biologische Tatsache, dass der Körperbau einer Frau schwächer als der eines Mannes ist. Natürlich gibt es Ausnahmen. Ich meine, wir sehen an jeder Olympiade Frauen, die schneller laufen als wir alle, die höher springen und die krassere Gewichte heben als wir alle oder als die meisten von uns. Ja, vielleicht haben wir noch richtige Kerls unter uns, oder? Aber seht ihr, das ist nicht der Normalfall, denn die körperliche Beschaffenheit einer Frau ist zerbrechlich und verletzlich. Zur Zeit von Petrus war die Frau ohne den Schutz ihres Mannes bedroht durch Missbrauch und, so nebenbei erwähnt, auch durch finanzielle Not. Und es ist interessant, auch heute noch, in einer Zeit, wo das Leben der Frau so scheinbar gesichert erscheint, sind die Mehrheit der Menschen, die als arm gelten, alleinerziehende Mütter. Und die Frau bleibt auch heute Angriffen und Missbrauch auf vielen Gebieten ausgesetzt, am Arbeitsplatz, unterwegs und leider auch in mancher Ehe. Und seht ihr, gerade in einer christlichen Ehe, wo sich eine Frau ihren Mann in biblischer Weise unterordnet, was passiert da mit dieser Frau? Sie entledigt sich freiwillig ihres Schutzes und begibt sich unter den Schutz ihres Mannes. Liebe Brüder, seid beständig zärtlich im Umgang mit euren Frauen. Und zwar nicht nur dann, wenn du sexuelle Gemeinschaft suchst. Beständig. Das schwächere Gefäß kann sich andererseits auch auf die psychische Konstitution beziehen. Eine Frau ist meistens sensibler, emotionaler als der Mann. Das ist überhaupt keine Schwäche im Sinn von Abwertung. Vielmehr ist ja Empathie, um diesen gesamten Begriff mal zu verwenden, vielfach ihre besondere Eigenschaft, ihre größte Stärke. Ihre körperliche und psychische Beschaffenheit ist zerbrechlich und verletzlich. Deshalb dürfen wir Männer niemals grob zu unseren Frauen sein und schon gar nicht unsere meist körperliche Überlegenheit einsetzen und unsere emotionale Unabhängigkeit in Lieblosigkeit ausspielen. Jedes Mal, wenn du dich beschwerst, wenn du sie beschimpfst und grob behandelst, weißt du, was du machst? Du wirfst einen Stein auf das zerbrechliche Gefäß deiner Frau, die sie treffen, die sie verletzen und vielleicht irgendwann mal zerstören. Deshalb
Bekenne ihr deine Schuld. Ich habe von einem Pastor gehört, der gesagt hat, er entschuldigt sich eigentlich viel zu wenig bei seiner Frau, wie er mit ihr umgeht. Bitten wir unsere Frauen um Vergebung, wenn wir versagt haben. Die Gnade Gottes und seine Vergebung, die sind dann eben wie der Kleber, die das Zerbrochene heilt und zusammenbringt. Und beachtet auch das kleine, aber nicht unwichtige Detail in der Grammatik. Jemand hat mal gesagt, Grammatik ist unser Freund. Wenn wir nicht mehr wissen, wie es weitergeht, guckt auf die Grammatik, da bekommen wir Hinweise. Ja, hier haben wir einen Vergleich. Sie sind schwächer. Was bedeutet schwächer? Ein Komparativ? Das heißt schwach, schwächer, am schwächsten. Am schwächsten haben wir heute Morgen bei uns sind die Kinder. Die Frau ist schwächer. Ja, was heißt schwächer als wer? Als ein Schwacher. Wir Männer sind auch schwach, sagt dieser Text. Und seht ihr, der biblische Bericht über Erschaffung von Mann und Frau in 1. Mose 2, Vers 8, hält das so herrlich fest. Schlag das mal auf, 1. Mose 2, 18, auch so eine klassische Stelle, aber dennoch jedes Mal wieder zutiefst berührend, wenn wir langsam und genau hinsehen, was da steht. Und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sein, ich will eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Elia, du hast den Aspekt betont von entsprechen, ja? Aber hier möchte ich den Aspekt legen auf die Gehilfin. Das heißt nicht, geh und hilf ihm. Es zeigt, dass der Mann allein nicht zurechtkam und wir eine Hilfe an unserer Seite benötigen. Und genauso sind unsere Frauen heute an unserer Seite, um unseren Unzulänglichkeiten abzuhelfen. Elia, du hast das so schön von deiner Frau gesagt. Wo wären wir denn ohne unsere Frauen? Wir könnten doch unseren Dienst gar nicht machen in dieser Form, wie wir ihn tun, ohne unsere Frauen. Ritterlichkeit und Rücksichtnahme wurde also nicht erst im Mittelalter erfunden, sondern bei der Schöpfung des ersten Menschenpaares eingeführt und schließlich im Christentum zur vollen Blüte gebracht. Sei rücksichtsvoll mit deiner Ehefrau und behandle sie als den größten, den kostbarsten Schatz, den dein liebender himmlischer Vater dir geschenkt hat. Das führt uns zum zweiten Punkt, was es bedeutet, einsichtig mit der Frau zusammenzuleben. Wertschätzend, wertschätzend. Und ihr Ehre erweisen. So sollen wir mit mir zusammenleben. Ehre erweisen. Wenn ich jemandem Ehre erweise, das bedeutet, jemanden zu erhöhen. Und es ist interessant, trotz allen feministischen Anstrengungen und Vermischung der Geschlechter bleibt eine Frau und möchte als eine Frau behandelt werden. Sie ist nicht ein Mädchen, das von einem Vater erzogen werden möchte. Sie ist eine Frau. Eine Frau, wie fühlt sich denn eine Frau, mal ganz vielleicht ein bisschen plakativ ausgedrückt, wie fühlt sich eine Frau denn geehrt? Eine Frau fühlt sich zum Beispiel geehrt, wenn man ihr in den Mantel hilft, wenn man ihr die Autotüre aufhält, wenn wir beim Betreten eines Raums ihr den Vortritt lassen. Im Amerikanischen sagt man so schön, Gentleman, oder? Freundlicher Mann, ja. Aber dadurch ehren wir unsere Frauen. Oder wenn wir auf dem Gehsteig laufen, nehmen wir die äußere Position ein, zu ihrem Schutz. Dadurch fühlt sie sich geehrt. Das sind nur ein paar kleine Beispiele. Eine Frau fühlt sich wertgeschätzt, vor allem, wenn wir ihr zuhören. Und zwar richtig zuhören. Ich bin einer, der hört auch zu und
habe dann gleich sofort die Antwort parat. Aber das will sie gar nicht. Sie will nur, dass er mal zuhört. Zuhören. Und wenn du nicht sicher bist, dann frag, willst du ein offenes Ohr oder eine Antwort oder eine Lösung? Eine Frau fühlt sich wertgeschätzt, wenn wir sie ernst nehmen. Eine Frau fühlt sich wertgeschätzt, wenn uns wichtig ist, was auch ihr wichtig ist. Und eine Frau fühlt sich wertgeschätzt, wenn wir wirklich für sie da sind. Nicht nur physikalisch auf der Polstergruppe nebendran sitzen. Das ist Wertschätzung und liebevolle Sympathie. Wie viele Aufgaben übernimmt sie tagtäglich Jahr ein Jahr aus für uns? Erweisen wir ihr Ehre darüber? Schätzen wir wirklich, was sie für uns tut und was sie für uns ist? Und sagen wir ihr es auch? Sagen wir es ihr? Ja, sie weiß ja, dass ich sie liebe. Nein, nein. Sie möchte hören. Sie möchte hören. Lasst uns unsere Frauen als den außergewöhnlichsten Menschen auf dieser Erde behandeln. Ehre erweisen bedeutet nun aber nicht, ihr immer in allem Recht zu geben, so nach dem Motto, wir Männer haben immer das letzte Wort. Ja, Schatz. Nein, es kann durchaus sein, dass du als geistliches Haupt auch einmal eine Entscheidung treffen musst, die unpopulär ist. Aber seht ihr, gerade in solch einem Fall ist eben Wertschätzung das große Thema. Nämlich dann, wenn du ihre Gefühle, ihre Gedanken, ja ihre Herzenswünsche kennst, dann fließt das in deine Entscheidung hinein und sie weiß, wenn du solch ein Leben führst und solch eine Beziehung, dass all das bei dir bekannt ist und dass du dich dennoch eben auf gewissen Umständen mal so oder mal so vielleicht auch gegen sie entscheidest. Es fliegt alles mit hinein und so gewinnt sie Verständnis. Sag ihr nicht, oh mein lieber Schatz, und nachher behandelst du sie als den letzten Dreck. Verletzende Worte mit Verachtung und Geringschätzung hinterlassen oft größeren Schaden als tatsächliche Verletzungen. Und unbehandelt entsteht aus vielen einzelnen Verletzungen was? Bitterkeit. Bitterkeit. Und die schöne offene Blume. Sie geht zu. Deine Frau, lieber verheirateter Mann, deine Frau ist der Beweis, dass du Gnade vor Gott gefunden hast. Schlag mal auf, Sprüche 18, Vers 22. Sprüche 18, Vers 22. Wer eine Ehefrau gefunden hat, der hat etwas Gutes gefunden. Ah, herrlich. Und er hat Gunst erlangt von dem Herrn. Unsere Frauen sind der Beweis, dass wir Gunst vom Herrn erlangt haben. Bringst du Dank und Wertschätzung dafür zum Ausdruck? Dem Herrn, dem Geber aller guten Gaben und deiner Ehefrau? Das führt uns zum dritten Aspekt, was es bedeutet, einsichtig mit unserer Frau zusammenzuleben. Partnerschaftlich. Partnerschaftlich. Petrus sagt es so, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid. Elia, du hast das Thema kurz angetippt heute Morgen. Sie ist nicht Besitz. Sie ist Partner. Ehemann und Ehefrau sind nicht Konkurrenten, sondern gleichwertige Partner in, ich sag's mal so, in lieblicher Kameradschaft und herzlicher Gemeinschaft miteinander und vor allem mit dem Herrn.
Sie ist nicht dein Besitz. Sie ist dein Partner. In diesem Buch hier, Mann mit einem Profil, das wir auch drüben haben, auch sehr empfehlenswert, da schreibt Kent Hughes einen wunderschönen Satz. Er sagt da, verheiratete Christen haben den gleichen Herrn. Sie haben die gleiche Familie. Sie haben die gleiche Zukunft und die gleiche letztendliche Bestimmung. Eine erstaunliche Einheit. Was für eine Partnerschaft. Liebe Freunde, das gibt's auf keinem anderen Gebiet in diesem ganzen Universum. Das ist Ehe. Bei den Griechen und Römern war das ganz anders. Frauen durften zum Beispiel im Gottesdienst nicht teilnehmen und auch in der jüdischen Synagoge blieben sie getrennt. Das ist bis heute noch, dass Frauen und Männer getrennt sind. Dieses Konzept von absolut gleichwertiger Partnerschaft war revolutionär für die damalige Zeit. Ich meine, wir heute, wir genießen all diese Früchte des Christentums, die sich so durch unsere ganze Gesellschaft hindurchgezogen haben. Und wir sehen das gar nichts als Spezielles an. Aber das war damals ganz anders. Petrus sagt, deine gläubige Ehefrau ist auch Schwester im Herrn. Und häufig sind nicht sie es, die dem Herrn hingegebener dienen, treuer sind in der Nachfolge, in den Gebetsstunden 2/3 Frauen, 1/3 Männer. Wo sind die Männer? Sie sind es, die wir ja schon in der ganzen Kreuzigungsbegebenheit. Wo waren die Männer? Die Frauen standen am Kreuz und die Männer waren weg. Und sie sind es, die auch häufig besser in der Lage sind, schwere Zeiten und geistliche Nöte zu ertragen. Das sind unsere Frauen. Frage sie deshalb auch um Rat bei wichtigen Entscheidungen. Sie ist dein Partner. Und sie kennt dich so gut wie niemand sonst. Warren Wisby hat es einmal so gesagt, der Ehemann muss das Thermostat der Familie sein, welches die emotionale und geistliche Temperatur bestimmt, regelt. Die Frau ist oftmals das Thermometer, das ihm die Temperatur mitteilt. Beide sind nötig. Letztendlich wird ein Teil des Erbes der Gnade des Lebens nur gemeinsam in der Einheit als Ehemann und Ehefrau verwirklicht. Der Text spricht von diesem Erbe der Gnade des Lebens. Ja, was ist aber mit der Gnade des Lebens gemeint? Ist es eheliche Gemeinschaft in diesem Leben? Sind es Kinder aus dieser Gemeinschaft in diesem Leben? Oder ist es die Gemeinschaft mit dem Herrn in diesem Leben? Oder ist damit vielleicht sogar das ewige Leben gemeint? Nun, alle diese sind besondere Gnadengeschenke des Herrn. Aber hier im Kontext des Verses denke ich doch, dass es sich ausschließlich auf die Ehe bezieht. Eheliche Gemeinschaft in vertrauter Intimität und herrlicher Partnerschaft ist das größte Geschenk nebst der Erlösung, das Gott für Männer und für Frauen in diesem Leben bereithält. Schlag diese Stelle nochmal auf, die Jonathan schon am Anfang gelesen hat. Das ist auch so eine Schlüsselstelle. Prediger, Kapitel 9, Vers 9. Da gibt es doch Leute, die sagen, ach, ihr Frommen, ihr dürft ja gar nichts. Ja, das ist alles verboten bei euch. Ja, okay. Lies mal Prediger 9, Vers 9. Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst. Halleluja! Das ist doch herrlich, das ist doch positiv. Das macht doch Freude. Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst, alle Tage deines nichtigen Lebens, das er dir unter der Sonne gegeben hat. Alle deine nichtigen Tage hindurch. Denn das eben
die Ehe und die damit verbundenen Freuden, das ist dein Anteil in diesem Leben. Und in der Mühe, womit du dich abmühst unter der Sonne. Das ist diese Gnade des Lebens. Im Prediger heißt es der Anteil dieses Lebens. Das Geschenk, das Gott uns gibt. Ja, und seht ihr, wenn du mit Verständnis, mit Rücksichtnahme, mit Wertschätzung und in Partnerschaftlichkeit mit einer Frau zusammenlebst, dann wartet noch etwas ganz Besonderes auf dich. Etwas ganz Besonderes. Das führt uns nämlich zur Auswirkung, zur Quintessenz. Warum wir mit unseren Frauen einsichtig zusammenleben sollen. Natürlich, wie das zum Beispiel hier im Petrusbrief Kapitel 2, Vers 13 heißt, um des Herrn willen. Aber dieser Text ist so ein genialer Männertext, weil er so eine schöne Struktur hat. Wer wird angesprochen? Ihr Männer. Was sollt ihr tun? Verständig leben. Wie sollt ihr es tun? Rücksichtsvoll, wertschätzen, partnerschaftlich. Und warum soll ich das tun? 1. Petrus 3, Vers 7. Damit eure Gebete nicht verhindert werden. Erhörlich beten. Das ist einfach ein genialer Text, den können wir vielleicht auch behalten und mitnehmen. Hier, liebe Männer, wird nicht das gemeinsame Gebet in der Ehe angesprochen. Selbstverständlich muss das seinen Platz haben und ist wichtig. Und manche Not und Schwierigkeit kommt eben gerade daher, dass man nicht miteinander betet. Ich denke übrigens, das gemeinsame Gebet hat noch so einen schönen Nebeneffekt, weil deine Frau dir ganz besonders gut zuhört, wenn du mit dem Vater im Himmel redest. Ja, was sagt sie? Was sagt er ihm über mich? Aber hier werden konkret nur die Gebete des Ehemanns angesprochen. Eure bezieht sich auf die Anrede, das ist so diese Klammer, am Anfang ihr Männer und eure Gebete. Dein geistliches Leben als Ehemann kommt so lange nicht in Ordnung, solange du die gerade eben dargelegten Prinzipien unbeachtet oder gar bewusst missachtest. Wird die innigste Lebensverbindung gehindert, wird auch die innigste Himmelsverbindung unterbrochen. Die innigste Herzenslebensverbindung zu deiner Frau unterbrochen. Das hat Auswirkungen auf die Himmelsverbindung. Und deine Gebete werden verhindert. Das bedeutet, sie sind erfolglos, sie sind vergeblich, sie kommen nicht an. Wörtlich heißt es, in etwas hineinschneiden. Das heißt, abgeschnitten. Du kannst beten, so viel du willst, kommt nicht durch. Ich sag's vielleicht jetzt einmal platt. Dein Liebesleben hat Auswirkungen auf dein Gebetsleben. Die Herabsetzung deiner Frau hat unmittelbare Folgen. Seht das nicht als Kavaliersdelikt an. Die Seufzer einer gekränkten Frau stehen zwischen den Gebeten ihres Ehemannes und Gott. Er betet zu Gott. Und betrübt gleichzeitig seine Tochter. Du kannst keine Gebetserhörung erwarten, wenn du mit deiner Frau wie Hund und Katze streitest. Weißt du warum? Gott hört nicht auf Hunde und Katzen. Wenn du den Segenskanal zum Herzen Gottes offen halten willst, dann sorge dafür, dass der Kanal zum Herzen deiner Frau offen ist. Kommen wir zum Schluss. Lasst uns Männer,
diese Prinzipien, diese, wie mir scheint, einfach verständlichen Prinzipien aus Gottes Wort nicht nur hören, sondern annehmen. Das heißt, Ja sagen zu diesen Punkten und dann mit Gottes Hilfe, durch seine Gnade, durch unseren innewohnenden, durch seinen innewohnenden Heiligen Geist befähigt, das auch anzuwenden. Ja, erlaub mir, die persönliche Frage zu stellen. Vielleicht ist die Zeit für eine Inventur deiner Ehe gekommen, dass das geschehen darf, was Jonathan heute Morgen gesagt hat, dass wir als veränderte Männer nach Hause kommen. Oh, das wäre herrlich, weil Gott dadurch geehrt wird. Und seht ihr, einen Mann, der eine verständnisvolle, eine rücksichtsvolle, eine wertschätzende und eine partnerschaftliche Ehe führt, einem solchen Mann wird sich schließlich jede Frau noch so gerne unterordnen. Ein großer Segen ist, wer eine Frau hat, die es einem leicht macht, so zu leben. Lasst uns bessere Ehemänner werden, die Gott Ehre bereiten, indem wir mit unseren Frauen einen gottgewollten Umgang pflegen und unsere Gebete nicht gehindert werden. Der Herr möge uns allen darin große Gnade schenken, darin wachsen und fest werden. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dein klares, deutliches Wort, das zu meinem Herzen in der Vorbereitung schon so gesprochen hat und auch in unser Leben, in unsere Beziehungen hineinspricht. Und wir können nur sagen, Herr, wir brauchen deine Vergebung. Wie oft haben wir unsere Frauen nicht so behandelt, wie du es gerne möchtest, wie es hier von Petrus gefordert wird, vergib, vergib. Hilf uns, unseren Frauen auf Augenhöhe zu begeben. Hilf uns, sie immer wieder auch um Vergebung zu fragen, wo wir versagt haben. Hilf uns, dir Ehre zu bereiten in der Ehe, in dieser herrlichsten Beziehung, die du uns geschenkt hast. Und hilf uns, diese Prinzipien in unseren Herzen zu bewahren, dass wir danach leben, sie umsetzen und du mögest uns wirklich zum Wollen, wo jetzt bei uns Männern da ist, auch das Vollbringen schenke, zur Ehre deines Namens. Amen.